Hey Leute und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda, The Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part die Prüfung des Kindes noch einmal abgelegt auf Zeit und haben dafür eine leere Flasche gewonnen. Also ich bin damit super zufrieden, wahnsinnig gut. Und ja, außerdem haben wir nochmal zwei neue Sachen getriggert. Wir hatten im letzten Part nochmal mit ihm hier geredet und wir können jetzt einmal quasi die Hexe Sirup besuchen und bei ihr vielleicht Tränke bekommen. Und andererseits gab es noch einen Deku-Kerl, der jetzt im Garten auf uns wartet. Werden wir mal kurz machen, mal mit den Leuten reden. Und außerdem könnten wir uns hier nochmal ein bisschen Kohle holen. Ja, bei dem. Wir haben jetzt mittlerweile viele Gegner getötet. Viermal gestorben, 365. Und wir kriegen jetzt schon jedes Mal 20 Rubine, wenn wir einen neuen Abschnitt schaffen. So. Wir haben genug Enemies getötet. Wir kriegen wieder 20 Rubine. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir 1000 Gegner getötet haben, dass wir von dem vielleicht eine große Geldbörse bekommen. Das könnte ich mir vorstellen. Guck mal, jetzt haben wir schon 131 Rubine. Damit können wir dann wieder ein bisschen was machen. Freue ich mich. Bin aber gespannt. Bin noch am überlegen, was ich mir kaufe als nächstes. So, da ist der Deku-Typ. Der ist neu. Hey, you! Möchtest du sehen, wie ich tanze? Der latscht mir auch noch hinterher. Where are you going? You can't get a good view of my dance like this. Wo gehst du hin? Du kannst so nicht sehen, wie ich tanze. Oh shit, ist der crazy. Alles klar, okay. Hab verstanden. Ciao. Okay. Ja, da geht ja ab wie ein Zäpfchen. Wahnsinn. Ja, das ist so geil, oder? Das ist so mit so viel Humor gemacht, dieses Game. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Krass. Okay. 131 Rubine. Ich würde sagen, wir geben mal kurz ein bisschen Geld aus. Oder wollen wir erst zur Hexe gehen? Ja, ich glaube, ich gehe erst zur Hexe. Weil vielleicht hat... Ah, nee, hier ist nicht die Hexe. Vielleicht hat die ein paar coole Sachen für uns. Alternativ, wir wollten uns aber auch die Rüstung kaufen. Weil ich denke halt... Ne, es ist ja eine Voraussetzung für die nächste Prüfung, dass wir die Eisenstiefel und den Enterhaken haben. War das vorher schon so kaputt? Achso, kann man mit ihr eigentlich nochmal sprechen? Weil die liebäugelt ja irgendwie mit der Wache und die Wache liebäugelt irgendwie mit ihr, oder? Nö. Also da scheint noch nichts weiter zu passieren. Aber vielleicht später. Müssen wir uns mal merken. Okay. So. Achso, die Schwebestiefel könnten wir uns auch kaufen. Na, da könnten wir uns vielleicht die Schatzkiste holen. Mann, so viele Sachen zu tun. Aber das würde mich mal interessieren, was in der Schatzkiste ist. Vielleicht kommen wir da nämlich schon ran. Hast du irgendwas Neues zu sagen, mein Freund? Hallo? Fail. How. Long. Wie sieht denn der aus? Kann ich den mal von vorne sehen? Der ist auch so durchsichtig. Vielleicht ist das ein Geist. Ey, das wäre ja sowas von krass, wenn wir später noch irgendwie so Dinger vereinen müssten. Das wäre echt lustig. Okay, wir gehen mal kurz zur Hexe. Die Hexe Sirup. Man kennt sie aus... Minish Cap auch, oder? Und Link's Awakening? Ne, nicht Link's Awakening. Oracle of Ages and Seasons? Ich glaube schon. Tell me what you want to do. Was möchtest du machen? Buoyant Advance Potion? The Forest? Quiet. Okay, wir möchten eine Potion kaufen. Das kostet Pilze. Red Potion, Blue Potion. You don't have enough... Mushrooms. Collect them in the forest and get back to me once you have it. Okay, also wir brauchen genug Pilze und wir müssen in den Wald gehen. The forest. Sag mir mehr darüber.
besuch den Wald für 10 Rubine. Sag mir, was ich tun muss. Ja, okay. Ich kann dir blaue oder rote Potion herstellen, die dein Leben heilen. Aber du brauchst Pilze für die Tränke. Also, if you don't have any potions, I can't do anything for you. Was? If you don't have any potions? Don't have any mushrooms, oder? Ist das falsch? Okay. Wo du die Pilze findest, du kannst sie im Wald finden. Ich kann dich da hinbringen, aber es kostet 10 Rubine. Du hast dann 60 Sekunden Zeit, so viele Pilze zu sammeln, wie du brauchst. Sei aber vorsichtig. Die Pilze verschwinden nach einiger Zeit. Well, I guess everything clear. Don't hesitate to let me know if you need my service or if you want to collect some mushrooms. Okay, also können wir mit ihr jetzt in den Wald gehen und Pilze sammeln in 60 Sekunden. Ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Very well, collect as many mushrooms. Sammel so viele Pilze, wie du kannst. Oh Gott. Was zur Hölle? Hä? Okay, die verschwinden wirklich schnell. Wow, also da findest du ja nicht so viele. Ich glaube, das ist eher was zum Offscreen machen, oder? Vier? Wir haben jetzt erst 4 Pilze. Boah, die verschwinden richtig schnell. Guck mal, da oben ist jetzt so einer. Kann ich mir den irgendwie holen? Wahnsinn. Okay, 5. Also das ist ja irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Da habe ich 5 Pilze gesammelt. Und das ist der einzige Weg, die zu bekommen? Ja, Wahnsinn. Also, ich glaube, sowas würde ich eher offscreen machen, oder? Da muss es doch irgendwie eine bessere Art für geben. Vielleicht ist es aber auch mit Schwebeschuhen leichter, das zu machen. Okay, wir werden das später mal machen. Ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wie das funktioniert. Vielleicht werde ich da offscreen auch mal ein bisschen üben und offscreen Pilze farmen, weil ich glaube, das ist... Naja. Naja, gut. Wir kaufen uns erstmal ein bisschen Ausrüstung, würde ich sagen. Ich würde nämlich gerne einmal die Rüstung kaufen und einmal die Schwebeschuhe. Und ich will dann mal ausprobieren, ob wir hinten an die Schatzkiste rankommen. Und mal gucken, was da drin ist. So, willkommen. Die Schuhe kosten 30 Rubine. Das ist ja nix. So. Hydrothermal Tunic. Genau. From heat damage and lets you breathe underwater. Okay, wir können damit Hitzeschaden aushalten und unter Wasser atmen. Das ist ja super. Die nehmen wir auch mit. Und wir haben dann immer noch 50 Rubine übrig. Das heißt, wir können uns immer noch ein paar Sachen kaufen. Wie viel kostet denn jetzt ein Herzcontainer bei dir? 75 Rubine. Okay, das ist schade. Achso, mit dir haben wir noch gar nicht geredet, huh? Before I came to the stronghold, I had just gotten my own home. I wasn't much, but I really love it. Bevor ich in die Festung kam, hatte ich mein eigenes Haus. Oder mein eigenes Zuhause, ja. Es war nicht viel, aber ich habe es geliebt. Some said money as a musician to furnish it. That is until Gandalf came through and destroyed everything. Ich habe mein eigenes Geld verdient als Musiker und dann kam Gandalf und hat alles zerstört. I really wish I could have at least gotten something for my floor. Was? Ich wünsche mir wirklich, ich hätte irgendwas für meinen Flur? Für meinen Teppich? Oder für meinen Flur? Deko oder was? Nee, Floor. Teppich. Oder? Hier sind sehr viele Teppiche. Okay. Die möchte Deko haben. Deko, Dekor. Wir haben 50 Rubine. Wir könnten...
Wir könnten auch die Bombentasche kaufen. Komm, ich kaufe mal die Bombentasche. Ja? Jo, komm, wir kaufen noch die Bombentasche. Dann haben wir da das Geld auch ausgegeben. Sind wieder auf einen Rubin. Wir haben nicht ganz so viele Dekonüsse mehr. Die sollte man dann demnächst mal nachkaufen, glaube ich. Okay, es füllt sich langsam, ne, unser Inventar. Wird langsam. So, hier einmal die Tunik ausrüsten. Sehr cool. Und die Hoverboots. So, und jetzt ist meine Frage. Wenn ich das jetzt kombiniere, ne? Man könnte es ja hier mal austesten. Da funktioniert ja gar nichts. Was ist, wenn ich so mache? Nee, ich glaube, es wird nichts. Ich glaube, das könnte man auch als Strafe nehmen, oder? Vielleicht sollte ich das noch mit einfügen. Als Strafe. Also da funktioniert gar nichts. Kann sein, dass ich da... Oder vielleicht erst Anlauf nehmen? Und... Dann auf die Schuhe wechseln? Das könnte klappen. Okay, das könnte klappen. Müssen wir mal ausprobieren. Ich werde das jetzt mal kurz probieren, Leute. Ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik. Ja, ich glaube, das könnten wir auch als Strafe nehmen, dass wir die Hoverboots oder die Eisenstiefel tragen müssen. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz coole Strafe. Vielleicht habt ihr mir das auch schon geschrieben, wer weiß. Ist, glaube ich, auch ganz nett. Und, also, was heißt nett? Ist, glaube ich, ne? Okay. Muss aber ein bisschen früher einsetzen. Oh Gott, lande ich jedes Mal wieder hier? Ist, glaube ich, auch eine gute Strafe, sag ich mal. Okay, wenn ich jetzt hier... Boah, es wird, glaube ich, schwierig zu machen. Ah! Okay, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also theoretisch, wenn ich so mache... Es könnte klappen, ne? Aber ich muss halt den richtigen Winkel hinbekommen. So, wartet mal. Ich werde das, glaube ich, mal so ein bisschen... Doch, von hier aus vielleicht. Ah, ist bestimmt möglich. Ich werde es mal ein bisschen probieren und blende euch ein, wenn ich es schaffen sollte. Okay, Leute, also ich habe es jetzt viele Male versucht. Es war bei manchen Versuchen ziemlich knapp, muss ich sagen. Aber ich glaube, es ist nicht möglich. Ich denke mal, man braucht vielleicht den längeren Enterhaken. Vielleicht gibt es da später noch ein Upgrade für. Könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht gibt es noch später ein besseres Windrad, dass man schneller ist oder längere Distanzen überbrücken kann. I don't know. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ansonsten, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. So, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall nochmal in eine Prüfung rein. Damit ihr heute noch ein bisschen Kämpfe seht. Und dementsprechend drehen wir mal das Rad des Schicksals, liebe Leute. So. Mal gucken, welchen Schwierigkeitsgrad wir heute erhalten. Hey, mal wieder schwer. Cool, dass wir noch nicht einmal leicht hatten. Wahnsinn, super. Okay, aber schwer ist ja auch gut. Da lernen wir wenigstens was draus. Okay, dann auf geht's ein weiteres Mal in die Prüfung des Erwachsenen. Ja, das fängt ja gut an. Ach so, habe ich Difficult? Ja, ne? Difficult müsste noch ausgewählt sein, ja. Okay, die sind schon mal down.
Okay. Dann hauen wir den da oben weg und den da oben weg und dann... Ja, also wo sind wir das letzte Mal gescheitert? Bei dem School, ne? Bei dem Schädelkrieger sind wir gescheitert. Ich habe jetzt auch keinen krassen Plan gegen den. Also wir haben einen Hammer. Unsere Menge an Ausrüstung ist aktuell auch nicht so geil. Sollte man nochmal nachkaufen demnächst. Achso, jetzt kommt als nächstes gleich der Bär, ne? Ich glaube, dann nehme ich gleich mal den hier noch dazu. Nee, okay, jetzt kommt noch nicht der Bär. Der Bär. Der Moblin natürlich. So. Okay, und gegen die ist natürlich der Fanghaken richtig geil. So, und gegen den Bären nehmen wir jetzt das hier. Ja, das ist doch ganz gut, oder? Ich denke schon. So, Stun und weg damit. Zack. Also richtig Geld verdienen tut man hier nicht. So, da ist schon der Geist. Und da hinten haben wir noch den. Krieg ich den irgendwie mal, dass er herkommt? So, und jetzt hier eine schöne Wirbelattacke. Shit, der eine ist weggerannt. Okay. Dann let's go. Den kann ich doch nur mit dem Pfeil und Bogen töten, oder geht das auch mit dem Enterhaken? Das probiere ich jetzt mal aus. Okay, geht auch mit dem Enterhaken. Na dann kann ich ja Pfeile sparen. Das ist ja super. Aber der hält wahrscheinlich dann mehr aus. Weil vorhin mit dem Bogen habe ich nur 2 Treffer gebraucht. Jetzt sind es 3. Naja, dafür, dass ich keine Pfeile verschwende, ist das, glaube ich, okay. So, jetzt kommt doch schon der Skelettkrieger, ne? Bei dem habe ich vorhin aufs Maul bekommen. Okay, ich glaube, weniger ist mehr. Oder mehr ist mehr. In dem Fall. Stell dir mal vor, den muss ich ohne Anvisieren machen, ey. Alter. Okay, komm. Ich bleibe jetzt einfach an dem dran. Ich spam Wirbelattacke. Ich glaube, das könnte... Ja, das ist besser. Dann bricht er nämlich seinen Angriff ab. Wirbelattacke spam ist gut. Okay. Wirbelattacke spam ist gut. Nächster Abschnitt, ne? Feuertempel. Aber reine Feuerfleder... Oh Gott. Reine Feuerfledermäuse oder gibt es hier noch was anderes? Ich glaube, hier ist der Bumerang schon wieder ganz geil. Es waren jetzt 3 Feuerfledermäuse. Okay, mehr war das jetzt hier nicht. Wieder? Ah, okay. Und der. Okay, der kann sicherlich auch sehr nervig sein. Und das sind 2 und Feuerfledermäuse und... Okay, alles klar, alles klar. Gut. Dann haben wir jetzt die hier. Die können wir doch aber umdrehen, ne? Können wir nicht umdrehen? Okay. So, richtig viele Feuerfledermäuse wieder hier am Start. Okay. Das läuft gut. Wir müssen uns halt nur gegen den Skelettkrieger merken, dass wir da Wirbelattacke spammen. Dann sollte das, glaube ich, auch nicht so problematisch sein. Okay. Hä, aber die drehen sich doch normalerweise, drehen die sich doch um. Verstehe ich nicht, warum die sich jetzt nicht umdrehen. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber sind voll am Abzittern. Ach,
drehen die sich nur um, wenn die nicht mit Lava bedeckt sind. Aber die sind trotzdem voll am Abzittern. Die sind irgendwie ein bisschen buggy, oder? Die Typen. Das sieht merkwürdig aus, was die da machen. Naja. Den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Was mache ich mit dem Bumerang? Mache ich Schaden mit dem Bumerang an dem? Ist ja krass. Okay. Ja gut, der Flammentänzer ist jetzt auch nicht so krass hart. Okay, dauert aber lange. Gibt es da eine smartere Lösung, wenn ich mit dem Hammer einfach angreife? Mensch. Alter, hä, warum ist denn der so tanky? Ich glaube, ich mache mit dem Bumerang keinen Schaden, kann das sein? Ja, ich glaube, ich mache mit dem Bumerang keinen Schaden an dem. Kann sein, dass wir ein bisschen Überlänge machen, ist halt so. Wir werden aber gleich noch sterben, bin ich mir relativ sicher. Oh, sowas gibt's hier auch. Okay, ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um zu stoppen. Es gibt scheinbar hier Räume, an denen man sich ein bisschen auffüllen kann. Ich bin gespannt, ob wir da ein paar Herzen bekommen. Das finden wir im nächsten Part heraus. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken und kommentieren. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.